Hallo zusammen, es ist der 1. Juni, wir haben 7.40 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um die Nasdaq. Missfallen mir ein paar Sachen. Das wollte ich mal kurz rüberrufen. Und zwar ist das hier der Chart seit September letzten Jahres. Fangen wir mal mit diesem Trend an. Der liegt sehr oft auf, ja, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dem ist auf jeden Fall Bedeutung zu schenken. Denn, jetzt hole ich es ein bisschen näher ran. Der liegt hier ganz knapp unter der 13.200 und steigt stetig an. Liegt auch in der Nähe des unteren Bandes. Also der sollte doch bitte tunlichst nicht mit Schlusskurs unterboten werden. Wenn er das tut, hat der Nasdaq meines Erachtens nach nur hier diese Unterstützung bei 12.900, ich runde ein bisschen, 50. 12.950, das ist diese Make-or-Break-Line. Ich habe schon einige Analysen gelesen, die sprechen von der Schulter, Kopf, Schulterformation. Von mir aus, ja, ich gebe da nicht so viel drauf auf diese Formation. Für mich ist aber dieser Punkt hier sehr wichtig, die 12.950. Der dürfte nicht drunter. Die Bänder gehen zusammen, das obere nach unten, das untere nach oben. Dass die gleitenden Durchschnitte hier gebrochen sind, ist nicht weiter verwunderlich, denn letztendlich ist das eine Seitwärtsbewegung in der größeren Range. Das ist der Montag, da waren die Jungs ja zu, das heißt, es ist Ex-Notiz. Aber das hier ist tatsächlich ein Shootingstar und den haben wir am Freitag. Diese Linie hier, die hier anfängt und hier rüber geht, verbindet sich auch mit dem oberen Band. Das wird heute noch weiter fallen. Das ist bei 13.825. Erst wenn wir da drüber gehen, würde er weiter positiv werden, durchaus mit der Chance, altes All-Time-High oder vielleicht sogar ein neues zu machen. Das ist also für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da muss er drüber. Was mir allerdings nicht gefällt ist, Wir fallen hier schon ganz leicht ab über das MACD und wir sind natürlich deutlich überkauft über den Oszillator. Wenn jetzt der Tag heute unverändert reinkommt oder mit Kursen von unter, dann nehme ich das hier, 13.650 und darunter handelt, wird das alles hier ein bisschen kippen. Also ich sehe momentan eher ein Risiko, denn ein Potenzial. Ich habe mir das mal mit den Scheinen so überlegt. Ich suche einen Call, das ist dieser hier, 12.887, der liegt unter dem unteren Band, unter dem Trend und unter diesem Dings. Für den Fall, dass wir jetzt nochmal hier runtergehen und da halten. Oder im Extremfall hier bei der 12.950 halten, wäre das ein sehr, sehr hoch gehebelter Schein. Ich kaufe den jetzt hier noch nicht. Der kommt aber auf jeden Fall auf die Watchlist, auch für den Fall, dass wir hier über die 13.825 gehen. Dann wäre das ein Schein, der momentan einen 16er Hebel hat. Den würde ich mir dann durchaus reinpacken. Wobei man natürlich dann auch tiefer gehen kann, hier unter die 20-Tage-Linie, um höher zu hebeln. Bei dem Put kann ich es mir relativ einfach machen. Ich muss den hinter dieses All-Time-High legen, also hinter die 14.069. Und da gehe ich eher mal so im Bereich 14.150. Hier, sowas, das passt auch gut. 14.120 ist im Moment ein 32er Hebel. Den präferiere ich tatsächlich momentan, aber da möchte ich mir gerne mal nachher anschauen, 15.30 Uhr, was die Freunde machen. Vergessen wir die erste Stunde, aber um 17 Uhr kommt da die Wahrheit. Dieser Schein ist die GF7VR5. GF7VR5, das ist ein Open-End-Schein. Ich bin hier momentan skeptisch. Ich weiß nicht, wo der Impuls herkommen soll. Mir ist aufgefallen, dass einige Werte im Nasdaq von dieser Bewegung hier nur bis zur 20-Tage-Linie respektive zum 38er Retracement gegangen sind und fangen da schon wieder an zu kippen. Also das muss man mit Vorsicht genießen hier. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.